Ah, die sind nicht verschlossen. Da ist ein Safe. Dieser Safe ist verschlossen. Es ist eines dieser, Dial-Locks, okay. Es hat gar keinen Schlüssel. Wir müssen bloß die... Ach so, ein Nummernschloss. Wir müssen nur die Nummern in... an die richtige Stelle bringen und es wird sich öffnen. Hast du irgendwas gefunden, Seven? Nö. Wie sieht's bei dir aus, Snake? Ich habe auch nichts gefunden. Okay. Ah, da haben wir schon das nächste Blättchen. Ja, ja. Tja, das fühlt sich wie Glas an. Ja, schon wieder transparentes Glas, wie ich vermute. Ich kann etwas, ich kann sehen, wie etwas, dass etwas, ich kann fühlen, dass etwas auf die Oberfläche gedruckt wurde. Was ist es? Ein Notiz, ein Notenblatt mit ein paar C-Noten drauf. Kann ich das schon mit den A-Ding kombinieren? Nee, noch nicht, okay. Wahrscheinlich, also ich werde höchstwahrscheinlich noch irgendwo ein B-Ding finden, oder? Da ist nichts weiter. Warte mal, Moment, da war ein Aktenkoffer in der Ecke. Ein Lederaktenkoffer. Da ist nichts drin. Ich kann das durch das Gewicht sagen und es macht kein Geräusch, wenn man ihn schüttelt. Schade. Der untere? Ja, leider ist da auch nichts drin. Okay. Schade. Durch die andere Tür, was ist da? Ein Lichtschalter. Nichts passiert, wenn ich ihn drücke. Hm. Ah, ich bin in der Lage durch einen anderen Raum. Hey Junpei, wo gehst du hin? Sind wir nicht durch diese Tür reingekommen? Es gibt keinen Grund, dort zurückzugehen. Alles, was da draußen ist, ist eine verschlossene, nummerierte Tür und ein toter Körper. Oder das, was davon übrig ist. Ja. Yeah. Alter. Wie geil das Spiel einfach nur ist. Ganz ehrlich, ich liebe es. Tja, das ist das Waschbecken. Gibt es Wasser? Da kommt nichts raus. Ich habe ihn voll aufgedreht, aber ich kann nichts hören. Hm. Und da haben wir den Spiegel. Was für ein Stück. Okay. Stuck in a cramped bathroom with this beast of a man. Was würden meine Eltern sagen? Hm? Stimmt was nicht, Junpei? Du siehst auf einmal voll traurig aus. Nichts. Ja, mit einem blinden Mann und einem Berg von einem Kerl gefangen sein. Die Lichter, Ne, sieht nicht so aus, als ob da was versteckt wäre. Schade. Test, Test. Hey, es ist schön, dass ihr alle hier seid. Ich bin gerade von New York eingeflogen und Mann, sind meine Arme müde. Und Mann, sind meine Arme taub geworden. Ja, danke schön. Ich werde hier die ganze Woche sein. Versuch. Try the wheel? Okay. Das ist kein Mikrofon, Seven. Es ist nur ein Duschkopf. Was zur Hölle? Ernsthaft? Er hat das nicht ernsthaft auf dem Mikrofon gehalten, oder? Er hat Spaß gemacht. Bitte sag mir, dass er Spaß gemacht hat. Ja, der Wasserhahn dient dazu, Wasser in die Badewanne zu packen. Okay, sie ist voll mit Wasser. Ist da Asche oder sowas in dem Wasser drin? Das sieht irgendwie grau aus. Lasst uns einfach den Stöpsel ziehen. Nein, warte. Vielleicht können wir, keine Ahnung, es für irgendwas benutzen? Es für etwas benutzen? Okay. Ist das Teil eines Rätsels? Ich kann mich in dem Badezimmer zumindest nicht weiter umsehen. Hm. So, zurück hier drin. Ach so, hier habe ich schon alles durchgeguckt. Okay. Linke Tür. Dann komme ich hier raus. Das ist eine Art antiker Tisch. Macht Sinn, schätze ich. Der ganze Raum ist voll von Antiquitäten. Du könntest eine schöne Handvoll Cash für das ganze Zeug hier drin kriegen. Das stimmt. Tja, aber jetzt ist Geld unser geringstes Problem. Irgendjemand hat ziemlich viel Zeit damit verbracht, die Beine von diesem Stuhl zu schnitzen. Es wird wie ein Zweig brechen, wenn 7 drauf sitzt. Hey, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Es gibt ziemlich viele Lichter an den Wänden. Okay. Es gibt ein Stück schweres Papier, das zur Hälfte gefaltet wurde und auf dem Tisch ist. Ja, gucken wir uns das doch an.
Es auf der Vorderseite wurde das Wort Score drauf gedruckt, okay? Score, Punktzahl. Score, das. Ah, nein! Das muss musikalische Noten. Das muss musikalische Noten heißen. Wenn das wahr ist, dann waren die Noten, die wir gefunden haben, wahrscheinlich hier drin. Zumindest irgendwann. Okay, heißt das, soll ich die Dinger da reintun? Das ist ein Stuhl. Wow, ernsthaft? Danke, Captain Obvious. Danke, Seven. Okay, hier ist noch einmal so ein Ding. Ah, ist das der gleiche? Wow, da ist was im Feuer! Da ist ein Eisengitter vor dem Kamin. Irgendetwas scheint dahinter zu sein. Hä? Da ist irgendetwas. Da hinten ist irgendetwas. Lass mal sehen, ob ich es anfassen kann. Ach, Gott verdammt, das ist zu heiß. Du bist nicht wirklich clever, oder? Komm schon, natürlich wird es heiß sein. Das ist ein Feuer. Selbst ein Affe weiß, dass man nicht die Hände ins Feuer legen sollte. Ja, mit anderen Worten, wir brauchen irgendetwas, womit wir das daraus holen können. Diese Couch scheint groß genug für drei Leute zu sein. Für mich sieht sie perfekt aus. Was? Perfekt für einen eleganten Gentleman wie mich. Die Couch sieht viel eleganter aus. Hey, gibt es etwas, was du mir sagen willst? Vergiss es. Hey, gibt es etwas, was du mir nicht sagst? Tja. Ach ja, stimmt. Da bin ich ja reingekommen. Genau. Ah, hier war ich noch nicht. Ah, ist das das dritte Ding? Ja. Score. Okay. Ah, G-Noten. Okay. Ein paar G-Noten drauf. Ich frag mich, was das heißt. Ich frag mich, was das heißt. Okay, ein weiterer Mahagoni-Aktenkoffer sogar. Na, schade. Sieht so aus, als ob der leer wäre. Scheiße, nichts drin. Alter, ey, die ganzen Aktenkoffer hier sind leer. Warum? Verdammt. Oh, die Vase! Die Vase! Ich verstehe es. Du wirst diese Vase benutzen, richtig? Das ist ziemlich clever, Junpei. Wir müssen nur dieses Ding mit Wasser füllen. Da drin ist aber nichts, oder? Ah, okay. Da drin ist erstmal nichts. Gut. Ach, vielleicht sollen wir mit dem, wow, Toilette? Das ist eine Toilette. Scheint nicht. Da scheint nichts drin zu sein, außer die Schüssel und der Tank. Und der Wassertank. Da ist ein bisschen Toilettenpapier an der Wand. Davon sieht nichts verdächtig aus. Ach, echt? Ich hab das. Hey, Junpei, ich weiß nicht, ob du wirklich so viel brauchst. Okay. Hat der Junpei jetzt ernsthaft die ganze Zeit da dran gerollt wie eine Katze? Weil es Spaß macht? Naja, egal. Erstmal die Vase füllen. Alles klar, sollte nicht zu schwer sein, diese Vase aufzufüllen. Vase mit Wasser gefüllt. Hey, Junpei! Hey, Junpei, was machst du da drüben? Es gibt nur noch eine Sache zu tun, sobald man dieses Ding mit Wasser aufgefüllt hat. Komm schon, worauf wartest du noch? Okay. Ja, ich würde glatt sagen, wir sind damit in der Lage, das Feuer auszumachen. Alles klar, Zeit, dieses Feuer auszumachen. Wird doch mal Zeit, Alter. Also los. Los geht's. Sehr gut, hat ausgereicht. Hahaha, gute Arbeit. Ein weiterer Erfolg. Dieses Feuer hat nicht den Hauch einer Chance gehabt. Und wir kriegen ein viertes Ding. Ich will nicht verbrannt werden, also lass uns Handschuhe anziehen, was? Ach so, nee, er hat die Ärmel benutzt. Sleeves heißt ja Ärmel.
Okay, das Ding ist leer. Eine Keramikplatte oder sowas in der Art. Es sieht aus wie ein leeres Notenblatt. Ja. Hey Seven, was zur Hölle war das? Bist du in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Mir war nur ein bisschen schwindelig, das ist alles. Was zur Hölle stimmt mit mir nicht? Zuerst Amnesie und jetzt werde ich ohne jeden Grund. Und jetzt wird mir ohne jeden Grund schwindelig. Also Erinnerungsverlust, nicht Amnesie. Erinnerungsverlust? Oh ja, ich schätze, ich hab's dir nicht erzählt, oder? Ich hab's euch nicht erzählt, oder? Ich habe den Rest von ihnen vorhin erzählt, dass wir... Dass wir dir auf den Treppen begegnet sind. Ich habe ihnen gesagt, ich kann mich nicht an ein verdammtes Ding erinnern, bevor ich aufgewacht bin. Ich habe gar nicht realisiert, dass ich es dir nicht erzählt habe. Wow, warte eine Minute. Du redest hier von Amnesie, oder? Ja, ich schätze schon. Nun, warum zur Hölle leidest du an Amnesie? Was ist mit dir passiert? Wenn ich das wüsste, dann würde ich nicht unter Amnesie leiden, oder? Oh ja, ich schätze, das ist wahr. Wirst du mir die Wahrheit erzählen? Hä? Naja, du siehst ziemlich ruhig aus für jemand, der sich an nichts erinnert. Wenn du wirklich Amnesie hast, solltest du nicht sauer sein oder verwirrt oder sowas? Naja, klar, ich meine, ich war ziemlich verwirrt, als ich unten auf dem D-Deck aufgewacht bin. Aber das war eine Weile her. Ich habe nachdem ein bisschen Zeit vergangen ist, habe ich mich dran gewöhnt. Nach einer Weile habe ich mir gedacht, dass es sich überhaupt nicht lohnt, sich darüber zu ärgern. Ich meine, wozu sich über etwas ändern, was sich eh nicht ändern kann? Wozu sich über etwas ärgern, was sich nicht ändern kann? Mann, Leute bleiben für gewöhnlich nicht für immer am... Leute leiden für gewöhnlich nicht für immer an Amnesie. Ich schätze, es wird sich irgendwann von selbst erledigen. Das war's? Das war's. Alles klar, das ist genug Gerede für jetzt. Lasst uns zurück an die Arbeit gehen. Wie kannst du mit so etwas auskommen? Okay, krass. Der Kerl hat also Amnesie. Also retrograde Amnesie, schätze ich mal. Es gibt noch eine andere Art von Amnesie. Nämlich, wie hieß die nochmal? Antrograde Amnesie, glaube ich. Irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall, es gibt auch die Form von Amnesie, in der man sich nicht an die Geschehnisse erinnern kann, die seit einem bestimmten Vorfall passieren. Also diese Möglichkeit gibt's auch. Quasi so etwas ähnliches wie in 50 erste Dates, falls ihr diesen Film kennt. So könnte man es sich vorstellen. Ein Piano, okay. Was macht Snake da? Er kann nicht spielen, oder? Dieses Piano. Irgendetwas scheint mit den Tasten nicht zu stimmen. Du meinst, es ist verstimmt oder so etwas? Nein, das ist es nicht. Es ist gut gestimmt, aber... Die Geräusche, die Melodien sind ganz klar aus einem bestimmten Grund anders. Die C-Taste enthält keinen C-Ton, sondern eher eine komplett andere Note. Das gleiche gilt für die D-Noten. Sie spielen andere Noten. Warum denkst du, ist das so? Moment. Wir haben ein komisches Glas mit C-Noten und mit D-Noten gefunden. Also die G-Noten dürften auch was anderes spielen. Ist das nicht schmerzvoll offensichtlich? Zero hat es in irgendeiner Weise modifiziert. Dieses Piano, verstehst du? Es ist Teil von einem Puzzle, das Zero für uns vorbereitet hat. Vielleicht, wenn wir die Tasten in der richtigen Reihenfolge spielen, wird etwas passieren.
Mit anderen Worten, wir müssen ein Lied auf dem Piano spielen. Davon bin ich überzeugt. Ein Ständer für die Notenblätter. Ich kann genauso gut die Musik draufpacken, die ich gefunden habe. Ich werde die Keramikplatte unten platzieren und die Glasplatten drauf. Warte eine Minute. Was ist los? Nun, ich habe sie alle aufeinander gelegt, aber sie sehen komisch aus. Es sieht nicht wirklich wie ein Lied aus. Dann haben wir sie höchstwahrscheinlich noch nicht alle gefunden. Wir müssten mehr Glasplatten finden. Echt? Aber ich habe gefühlt bereits überall nachgeguckt, wo ich nachgucken könnte. Es gibt nichts unter dem Kissen. Okay. Die Vorhänge vielleicht? Nee. Ah, verdammt, ich gehe immer wieder auf das verdammte Brett. Ach, Bett, nicht Brett. Ja, da ist nichts drin. Okay. Naja, zumindest haben wir Licht. Was? Hä? Was zur Hölle, Mann? Es ist nur ein Licht? Oh, natürlich. Okay. Stimmt irgendetwas mit den Lichtern nicht? Offensichtlich, weil der blinde Typ fand es komisch. Ein kleiner, runder Stuhl. Sieht aus, als ob er zur Vanity gehört. Oh. Wow, dieser Stoff fühlt sich gut an. Ich wette, dieser Stuhl ist richtig gemütlich. Ist da etwas drin? Okay, Snakes rubbing it. Das ist ein hochqualitativer Tisch. Okay, Mahagoni. Wow, woher weißt du das? Ich habe meine Mittel. Das ist keine Antwort. Ich habe nicht irgendwo eine Zahl übersehen, oder? Okay, offensichtlich kann ich keine der Platten dort einsetzen, was ziemlich kacke ist. Ach, Moment! Vielleicht jetzt, wo wir das Wasser von dem Badezimmer benutzt haben, sind wir doch bestimmt in der Lage, den Stöpsel zu ziehen. Mann, dieses Wasser ist dreckig. Ich kann nicht mehr als 4 Inches reingucken oder so. Ich kann gar nichts am Grund erkennen. Glaubst du? Glaub ich was. Ja, ziehen wir doch mal den Stecker. Es gibt einen Stöpsel am Ende dieser Kette. Alles klar, warum benutzen wir das nicht, um dieses Wasser abfließen zu lassen? Ja, guter Plan. Alles klar, wo ist das Ding? Ein guter Zug sollte in der Lage sein, das Ding rauszukriegen. Da ist ein weiteres Ding. Habe ich es mir doch fast gedacht. Und die D. Alles klar. Gut, ich hoffe mal, dass wir jetzt endlich alle gefunden haben. Okay. Da. Alles klar, gut. Super, jetzt kann ich die Musik spielen. Also das Lied spielen. Junpei, wärst du so freundlich, das Klavier zu spielen? Ich bin nicht in der Lage zu sehen, weißt du? Ich glaube nicht, dass ich ihr das sagen muss, aber die Tasten auf diesem Piano sind nicht, was du denkst, dass sie es sind. Okay? C wird nicht C sein. D. Oh, Moment. Mein Fernseher macht wieder
Anstalten, sich auszuschalten. Ah, wo ist meine Fernbedienung? Da ist sie. Hep. Also, C wird nicht C sein, D wird nicht D sein und so weiter. Du musst ganz genau hinhören, um zu erkennen, welche Tasten du drücken musst. Verstehst du? Okay, alles klar. Dann probieren wir es mal aus. Ach Gott. Das Problem ist, ich weiß überhaupt nicht, welche Noten ich spielen muss. Ah, okay. Ah, es wird angezeigt. Sehr gut. Das. Okay. Dann das hier? Nein. Echt? Okay, tatsächlich. Die Tasten sind komplett durcheinander. Oh, ups. Ah, verdammt. So, so. Die ersten vier nebeneinander und dann... Ey, ich wollte nicht raus. Ach, ich bin doof. Das ist doch die gleiche Note. Dann zack. 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 Das ist neu. Fuck. Ach, ich bin doof. Es hört mit der gleichen Note auf, mit der es begonnen hat. Ah. Alter, was? Okay. Dun 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 dun. Ist das eine Schulmelodie? Okay, so, das, was in der zweiten Linie ist, das war, glaube ich, das, ja. Das war die erste Taste. Das ist die dritte Taste. Die vierte. Nochmal die vierte. Ja, noch einmal. Das ist die dritte, glaube ich. Jawohl. Dun, dun, dun. Ja. Dun, dun, dun. Und wir sind fertig. Musik ist nicht mein Gebiet. Was? Was war das für ein Geräusch? Junpei, wir haben es geschafft. Sieht aus, als hätte es funktioniert. Ich habe gehört, wie sich etwas beim Eingang entriegelt hat. Lasst uns gehen. Guter Plan. Steht, verbeugt euch. Setzt euch hin. Achso. Steht, verbeugt euch, nehmt Platz. Ah, ich schätze, er hat das nicht vergessen. Zumindest glaubt Snake. Zumindest findet Snake das lustig. Ja, ich schätze, das war die. Ja, genau, danke schön. Ja, ich schätze, das war die. Das war die Schulglocke, nicht wahr? Ich weiß allerdings nicht, was Zero sich dabei gedacht hat. Nein, nein, Zero hat, okay.
Nein, Zero sollte ziemlich sicher Westminster suggerieren und nicht Mittelschule. Westminster? Der Palast in London, der... Okay. Der Palast in London, der als Gastgeber, der diese Tage als Gastgeber für das Haus des Parlaments dient. Ich habe vom Big Ben gehört, der berühmte Uhrenturm, ja? Big Ben spielt eine kleine Sammlung von Noten auf der Uhr. London. Die Hauptstadt von England. Weil... Naja, egal. Die Tür ist jetzt geöffnet worden. Lasst uns diesen Platz sofort verlassen. Lasst uns diesen Ort sofort verlassen. Okay, ja, dann mal los. Alles klar, los geht's. Das war schon mal einfacher als der erste Raum, ehrlich gesagt. Noch ein Flur? Das sollte reichen. Was will er denn machen? Ich wollte nur eine dieser Platten hier anbringen. Ich dachte, ich wollte die Tür davon abhalten, dass sie sich wieder verschließt. Jetzt können wir jederzeit hierher zurückkehren, wann wir wollen, richtig? Oh, guter Gedanke, nicht schlecht. Warum würdest du hierher zurückkehren wollen? Es könnte sein, dass ich mal ein bisschen Piano spielen möchte. Ein bisschen Klavier? Komm schon, jetzt lasst uns weitergehen. Wir sind noch nicht aus der Sache raus. Nun denn? Ich kann nicht sagen, dass ich... ich kann nicht behaupten, dass ich jemals... dass ich mir Sieben vorstellen könnte, wie er Klavier spielt. Er könnte das Piano da drin sowieso nicht benutzen. Das ganze Tastenfeld ist ein reines Durcheinander. Aber warum würde er die Tür unverschlossen lassen wollen? Ich habe keine Ahnung. Hey, wartet auf mich! Heißt das, dahinter steckt mehr als nur... Heißt das, Seven hat sich dabei etwas anderes gedacht, was er jetzt allerdings nicht sagen möchte? Wow, ein Metallgitter? Warum ist dieses Ding... Ah! War ja klar. Sind das Aufzüge da drüben?